Heute der längste Apfelstrudel der Welt. Sie sind, machen Sie es eher aus Hunger oder aus, weil Sie ein guter Mensch sind? Aus Leidenschaft. Leidenschaft für Kinder oder für Apfelstrudel? Für Apfelstrudel. Und Alikern TV. Wir sind heute im Hilton Hotel in München. Und Menschen, Tiere, Sensationen. Eine Sensation nach der anderen. Wir zeigen Ihnen jetzt den längsten Apfelstrudel der Welt von oben. Er läuft ja nicht weg. Ja, nicht wie die Männer, gell? Ja, ein Apfelstrudel ist was Sicheres, aber man wird auch dick davon. Gell? Dankeschön. Und nun der längste Apfelstrudel der Welt von der Seite. Wie haben Sie sich vorbereitet auf den Anstich dieses Apfelstrudels? Oh, das war sehr schwierig. Ich habe wochenlang alle möglichen Apfelstrudelrezepte ausprobiert und gekocht und gebacken. Und dann habe ich heute den perfekten Vergleich und kann genau gucken, ob der auch wirklich richtig durchgebacken ist. Und wir werden ja nicht bei Alikern TV, wenn wir Ihnen jetzt nicht auch den absoluten Anfang des längsten Apfelstrudels der Welt zeigen würden. 10 Zentimeter sind ungefähr, naja, so viel. Wir zeigen euch heute den längsten Apfelstrudel der Welt. Es ist eine der aufregendsten Reportagen, die das Fernsehen in seiner gesamten Historie bis jetzt erlebt hat. Wir schauen jetzt uns erst einmal ihn uns in seiner Gesamtlänge an. Also, size matters. Das ist der Anfang vom Apfelstrudel. Und heute auf dem Apfelstrudel. Apfelstrudel. Ungefähr ein Meter Apfelstrudel war das jetzt. Ja, es ist halt wie immer. Wenn es was zum Essen gibt, sind die Leute da. Es ist Weihnachtszeit. Und das Ganze ist für einen guten Zweck. Mal 5, was heißt jetzt 2x5? 2x5 sind 10 Zentimeter. 2x5 sind 2 Personen, ja. Mal 5 Zentimeter. Zum Anfangen ist es mal nicht schlecht. Also es kann ja noch eine Größe, da geht schon was rein, gell? Ja. Jetzt werden wir gerade in unserer Reportage extrem unterbrochen durch die Presse. Die müssen wir jetzt auf Seiten drängen. Danke. So, Fotografen haben ja eins an sich, sie müssen immer ganz vorn stehen. Und wenn man ein besonderer Fotograf ist, dann drängt man sie so rückwärts und rein, so langsam. So, das wollen sie dann nicht, da müssen sie dann am Arm vorbei fotografieren. Wir sind immer noch nicht angelangt beim Ende des Apfelstrudels. Sind optimal vorbereitet, Sie sind, glaube ich, auch im Trainingsgewicht momentan? Ja, genau. Also Sie können jetzt schon wie viel Zentimeter verdrücken? 25,5 schaffe ich. 25, das ist ein Wort. Das sind absolute Spitzensportler des Apfelstrudelessens. Hier hat sich jemand was rausgeschnitten, ist natürlich jetzt nicht wirklich schön, aber wir kommen zum Ende. Hier kommen wir zu dem Herrn, der in seinem Leben, das schaut so aus, wie wenn er noch nie was anderes gemacht hat, als Apfelstrudel schneiden. Du hast nur mehr 40 Meter vor dir jetzt. Ist kein Thema, die zieh ich durch. So ein riesen Apfelstrudel hat natürlich auch seine Herstellungsstätte. Und wir gehen jetzt direkt in die Küche der Chefs, die da nicht nur Apfelstrudel machen, sondern auch eigene Platzl. Wir haben uns jetzt hingesetzt, Pause. Weil so ein Apfelstrudel verkauft sie peu à peu und die Spannung, die ist nicht wirklich, der wird halt kürzer und kürzer. Eigentlich ist er immer andersrum, gell? Da steigt die Spannung, wenn was länger wird. Was erwartet man von einem Skispringer, Hannawald, der einen Apfelstrudel abschreibt? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich erwarte eigentlich, dass er so ein bisschen einen kleinen Hupfer auf den Teller vorlegen kann. Erwarten Sie auch vielleicht ein kurzes persönliches Gespräch, so wie bei deinem Autogramm geben? Nein. Und es ist sicher, dass irgendwann einmal die Leute das Geld ausgeht oder Sie keinen Apfelstrudel mehr sehen können. Ich schätze mal so ungefähr bei 1,25 m. Und dann schenken Sie ihn möglicherweise her. Und so lange bleiben wir da. Gute Freundin, die ist recht dick. Nein, die ist sehr groß und sehr schlank. Sehr schön. Siehst du, das ist auch noch die besondere Art der Männlichkeit. Der Mann holt den Apfelstrudel. Das sind
Jetzt bin ich natürlich mit einer völlig falschen Erwartungshaltung dahergekommen. Ich habe gemeint, dass der Ernst Hannawald, also der die zwei Banken überfallen hat und dann ein Buch geschrieben hat im Gefängnis. Ja? Also mein zukünftiger Karrierewunsch, dass ich endlich einmal ein Buch schreiben kann. Dabei ist das wahrscheinlich der Skispringer. Hat natürlich eine völlig andere Art, diesen Kuchen anzuschneiden. Völlig anders. Wir sind nicht irgendwo, wir sind im Hilton, da wird mit Gold bestreut. Das ist die Chefwalkerin da. Also die sind ja natürlich unglaublich im Stress momentan. Aber man sieht ganz klar, die macht das sehr gut. Ich nehme ja momentan ab. Und da tut das schon weh. Hast du das gehört? Letztes Jahr haben sie einen Rekord von 6 Meter Apfelstrudel verkauft. Das Teil ist aber 40 Meter lang. Das heißt, es bleiben 34 Meter übrig für Leute. Der wird schlecht. Eine Frage hätte ich jetzt schon, weil so ein wunderbares, großes Stück Apfelstrudel da liegt. Damen ihrer Konfektionsgröße haben natürlich da, das ist jetzt einmal im Jahr erlaubt, oder? Nein, es ist immer erlaubt. Wir essen gerne und mit Freude. Die globale Erwärmung führt zu unglaublichen Abschmelzeffekten. Wir begleiten diese Dame. Das wird ein sehr, 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 sehr spannendes Event, sagt man ja heutzutage. Ein Abenteuer. Woanders bezahlt man viel Geld dafür. Man bezahlt woanders viel Geld dafür. Hier bezahlt man das für einen guten Zweck. Für Artists for Kids, wo ich jetzt nicht genau weiß, was die aber tun, aber ich glaube, die waren schon mal in meiner Sendung, oder? Artists, ja, doch. Nehmen Sie viel Soße oder wenig? Viel. Wobei man immer ganz genau aufpassen muss, dass der Finger nicht in der Vanillesoße drin ist. Das ist besonders lang trainiert. Das ist ja auch eine Fingertechnik, die von Ihnen entwickelt wurde, gell? Genau. Also, alles perfekt, Wiederschauen. So, das war's jetzt. Die längste Reportage über den längsten Apfelstrudel der Welt. Jetzt haben wir's. Wie geht's? Apfelschüttel essen. Du bleibst da.